Wer bekommt die Rentenerhöhung 2024 nicht ausgezahlt? Wer bekommt sie also nicht? Meine Damen und Herren, mein Name ist Peter Klöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, jetzt beginnt so ganz langsam die heiße Phase. Wann kommt denn nun die ersten Daten zur Rentenerhöhung? Wir haben heute den 15. März 2024, und immer mehr Leute fragen bei uns an und fragen uns, wer bekommt denn nun eigentlich die Rentenerhöhung nicht ausgezahlt, oder wer bekommt sie denn generell nicht? Ja, meine Damen und Herren, das ist jedes Jahr immer die gleiche Frage und ich beantworte sie aber gerne. Erstens, die Rentenerhöhung bekommen nur gesetzliche Rentner. Das heißt also Betriebsrentner, Punkt 1, Riester-Rentner, Rürup-Rentner, private Rentenempfänger von Versicherungsleistungen und anderes Berufs- und Fähigkeitsrentner bekommen die Rentenerhöhung 2024 nicht ausgezahlt. Warum ist das so? Weil die Rentenerhöhung 2024, Hubertus Heil hat ja gesagt, dass sie auf jeden Fall kommen wird. Wir erinnern uns an sein Wort in der Sendung Bericht aus Berlin vom 3.3.24. Auf die Nachfrage von Tina Hassel hat er ganz klar gesagt, es wird eine Rentenerhöhung geben. Und genau aus diesem Grund kann ich also nur sagen, dass alle die von mir genannten Personen die Rentenerhöhung nicht bekommen werden. Und dann gibt es noch eine Gruppe von Rentnern, die die auch nicht bekommt. Das sind die sogenannten Aussparungsrentner. Die Aussparungsrentner sind die Leute, die eine rechtswidrig zu hohe Rente bekommen, zu ihren Gunsten, die aber aus Rechtsgründen nichts mehr geändert werden kann. Das heißt also, Beispiel, Rentner A bekommt 70 Euro zu viel Rente. Dann bekommt er die nächste Rentenerhöhung nicht ausgezahlt, und zwar so lange nicht, oder die nächsten Rentenerhöhungen nicht ausgezahlt, solange die 70 Euro mit den Rentenerhöhungen, die dann kommen, verrechnet werden. Das heißt also in unserem Beispiel, wenn Rentner A 70 Euro bekommt und er hat eine Monatsrente von 1500 Euro und die Rentenerhöhung würde dieses Jahr 5% betragen, dann würde das sozusagen bei ihm schon ausreichen. Dann würde er einen Teil der Rentenerhöhung schon bekommen und den größten Teil aber nicht. Das würde dann sozusagen verrechnet werden. Also die sogenannten Aussparungsrentner, bitte merken Sie sich den Begriff, bekommen die Rentenerhöhung im Regelfall auch nicht in voller Höhe oder teilweise ausgezahlt. Und zwar so lange nicht, solange wie ihre rechtswidrig zu hohe begünstigende Rente hier dann damit verrechnet wird. Also meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Näheres zum Thema Rentenerhöhung 2024 finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Bitte nicht Knöpel oder Knöpfel oder Knüppel aus dem Sack, sondern mein Name ist Peter Knöppel mit einem Ö und Doppel-harten Paula. Ciao!